Checkt. Bodenhappe. 1 soll 2. Ja, würde geteilt. Wir gehen gleich nach Südosten raus. Radar. Herzlich willkommen in Thüringen auf der Station Bad Berka. Mein Name ist Michael Deininger. Ich bin Pilotenstationsleiter hier. Wir fliegen seit vielen Jahren konstant über 1000 Einsätze im Jahr. Wir haben 2/3 der Einsätze für Sekundärverlegungen, 1/3 der Einsätze primär und 20% davon fliegen wir nachts. Die Besonderheiten hier sind, wir fliegen als einzige Station in Thüringen 24 Stunden. Das heißt, wir fliegen Tag und Nacht. Und die geografische Lage der Station. Wir sind zentral in Thüringen und das erlaubt uns einfach, überall gleich schnell hinzukommen. Teamwork geht bei uns eigentlich im Hubschrauber schon los. Wir sind 3 Berufsgruppen, die im Hubschrauber sitzen: Pilot, Arzt, Notfallsanitäter. Und das Teamwork geht ja weiter bei den Einsätzen. Wir haben unsere bodengebundenen Rettungsdienste. Wir haben die Feuerwehren, die nachts bei uns die Landeplätze ausleuchten. Und wir haben natürlich auch die Rettungsleitstellen, die die Einsätze koordinieren. Die Zahnräder müssen ineinander laufen und deshalb ist Luftrettung Teamarbeit. Die Kombination aus Hubschrauberfliegen und jemanden retten ist einmalig. Man muss einfach sagen, am Ende von einem Arbeitstag eine sinnvolle Tätigkeit zu machen, ist unbezahlbar.